Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos gefallen und ihr noch zu den über 80% meiner Zuschauer gehört, die nicht abonniert haben, lasst doch gerne kostenfrei ein Abo da, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Lasst außerdem noch gerne eine Bewertung da und schreibt auch Feedback in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall extrem unterstützen. Ich würde sagen, schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und wir haben wieder eine Abstimmung von den Skins, die in den Gamefiles sind. Also die beiden waren zumindest in den Gamefiles. Ich weiß gar nicht, was mit der war. Kann aber sein, dass sie auch in den Gamefiles war. Ansonsten waren ja, glaube ich, nur noch hauptsächlich Weihnachtsskins drin. Was ja auch logisch ist. Sonntag beginnt die Weihnachtszeit. Jetzt im Prinzip die letzten nicht Weihnachtsskins. Und ich würde, glaube ich, hier für den epischen Skin abstimmen. Ansonsten gäbe es noch hier den blauen Skin. Gibt es aber schon relativ vielen anderen Varianten, diesen Grundskin. Und dann der sieht eigentlich auch noch relativ interessant aus hier mit dem Gitternetz. Finde ich, hat aber auch nicht ganz so viel. Dementsprechend werde ich für den abstimmen. So, dann haben wir heute den Mech wieder drin. Den Mech-Anführer. Einmal in zwei Stilen. Einmal Metallstil und dann der Standardstil, so wie auch im Roboter Live Event war. Dazu dann das Jet Set Backpack und das integrierte Emote aufgeladene Kampfkunst. Dann die Combo Klingen. Die Mecha Team Lackierung. Und als nächstes haben wir dann den Fate Skin. Legendärer Skin. Mittlerweile wäre, glaube ich, auch nicht mehr legendär, aber eben als Season 4 Skin, passend zu den ganzen Superhelden-Böse-Thema, gab es den damals dann hier mit der Kugel des Unheils. Die war damals relativ beliebt, wurde auch vor allen Dingen, glaube ich, auf dem lilanen Omega Skin gespielt. Der hat dazu auch echt gut gepasst. Dann haben wir den Schicksalsrahmen. Und als nächstes noch den Spaltflügelgleiter. Gab es damals ja auch so irgendwie auf einmal dann 4 Stück von dem Gleiter in einem kurzen Zeitraum. Am Anfang war das, glaube ich, der erste, der diesen Typ hatte. Und danach kam irgendwie von allen verschiedenen Skins nochmal so ein Gleiter rein. Dann haben wir noch den Kristallskin, den Bronto, den Pterodactylus. Dann kräftiger Biss als Spitzhacke. Und als nächstes haben wir dann den Elmira Skin. Finde ich richtig cool, den Skin. Vor allen Dingen jetzt dadurch, dass sie auch noch, dass sie neben dem Standardstil, der ja schon cool aussieht, auch noch einen super coolen Feuerstil hat. Wo hier überall alles so schwarz ist und dann hier noch mit so ein bisschen Feuereffekten. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Auch hinten das Backpack sieht sehr cool aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir noch den Facetten-Skin. Pirouette als grünes Emote. Also für ein grünes Emote auf jeden Fall ordentlich was. Mit richtiger Musik und allem. Dann haben wir aufgeweckt. Klack als nächstes. Und als letztes noch royale Muckis. Auch ein Season 1 Emote. Wusste ja eigentlich gar nicht, dass das ein Season 1 Emote ist. Aber heute 3 grüne Emotes. Und ich muss sagen, die Abstimmung gefällt mir wirklich. Hier den rechten Skin würde ich nicht unbedingt nehmen. Aber die linken beiden sehen schon ganz cool aus. Und vor allem der in der Mitte. So schön herbstlich, asiatisch, ein bisschen angehaucht. Gefällt mir auf jeden Fall. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.